Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Replay ist eingeschickt worden vom Dominator 94 in seinem Leopard 1 und den will ich euch in aller Ruhe nochmal wirklich hier in seinem Detail in voller Pracht präsentieren. Ein wunderschöner Panzer, Tier 10, deutscher Stahl, wobei so hart ist er hier in dem Fall nicht, aber ein wunderschöner Panzer, wirklich ganz, ganz, ganz nice, gefällt mir äußerst gut. Mittlerer Panzer natürlich und dementsprechend agil. Derzeit das Beste, was es mit an Panzerfertigkeit auf der Welt überhaupt gibt. Und umso schöner, diesen auch in World of Tanks zu sehen. Wir haben die Karte Fischerbucht und ein 10er, 9er Matchmaking. Wobei die 9er hier sehr reduziert sind, also fast ausschließlich Tier 10 Gegner. Ja, auf geht's. Dominator 94 aus meinem Clan Alcaramba. Also an dieser Stelle auch nochmal an die Jungs einen schönen Gruß. Und sind wir doch sehr gespannt, was er jetzt hier reißen wird. Er fährt wohl die Mitte an. Mitte wird mit den mittleren Panzern sehr gerne hier genommen. Und hier ist wirklich die Hölle los. Objekt T54, T49, Badget, also reichlich Leute am Start. So, da drüben auch. Conqueror, IS-7, alles da, alles in Saus und Braus. Leo 1 hier in der Mitte auf der Gegnerseite. Also für jeden was dabei. Bisschen immer hier auf die Artis jetzt aufpassen. Zwei Stück davon im Gegnerteam. Nicht, dass man da irgendwo doof reinläuft. Da drüben Jagdpanzer, da kommt aber nicht drauf leider. Ja, auch der Ruh. Vielleicht jetzt. Ja, jetzt kommt er zurück und kann da dementsprechend eine platzieren. Also man sieht, die Mitte, die kann durchaus viel Spaß machen, kann aber auch genauso schnell frustrieren, weil wenn man da einen falschen Schuss abbekommt, doof gekettet wird, dann ist es ganz schnell rum ums Eck. Und da der Jagdpanzer schön in die Seite. Nochmal eine aufs Laufrad und da wird er aus dem Spiel genommen. Der IS-7 pinkt ganz stark auf die schweren Panzer da drüben. Hartes Gepinge. Da verstehe ich auch einen Shut the fuck up von Dominator, weil das ist unglaublich nervig. Ich setze Leute so gern auf die Ignore-List. Zwei zu fünf steht es allerdings schon. Gegner ist fleißig. Und der gegnerische FV-215B wurde wohl von einer Arte getroffen. Sonst anders kann ich mir diese Reaktion nicht erklären. Gegner drüben, T57, E50 fährt auch weiter, geht Richtung Jagdpanzer. Aber das ist natürlich die Stelle, wo die Artis immer sehr gut wirken können. Und jetzt der E50 wird sogar gekettet. Schade, dass er jetzt zu ist. Vielleicht nochmal ein Blindshot hin. Ja, er probiert es auf jeden Fall. Der FV wird weiter, ist weiter sehr ungehalten über die gegnerischen Artis. Und nochmal ein Blindshot. Jetzt entschließt er sich aber,
auf die Leute zu gehen, die unten in der Stadt sind, ne, beziehungsweise der E50 ist dann doch da wieder offen. Jetzt auf den Turm. Ah, er schießt direkt vorne auf die Kanone, aber der Jagdpanzer, der macht's klar. Der andere E50 hat fast gar keine Struktur mehr, also der hat wirklich sehr reduzierte HP-Anzahl. Und jetzt final hilft aber in der Stadt aus, weil jetzt ist da alles gefallen und jetzt brauchen die da auch Unterstützung. Schön mitgesehen. Der E75, zack, eine in den Helm. Schöner schneller Reload von dem Panzer. Ah, leider da jetzt nicht durchgegangen. Patchett ist da jetzt leider am Arsch, muss man so sagen, wie es ist. Und jetzt oben auf die Kommandantenkuppel, prallt allerdings ab. Gegnerischer IS-7 trifft dann dafür. Muss also den ersten Hit hinnehmen. Seiner WOT-Runde. Batchert natürlich gleich klassisch. Komm mal, Noob-Team uninstall. Ist ja klar. Oh, und jetzt der Ruf von drüben. Wurde gekettet, hat schnell repariert. Und auch der Fahrer war hinüber. Dementsprechend musste er beides schnell reparieren und wieder zurück ins Spiel bringen. Da ist der FV, der sich ja schon so oft und zahlreich beschwert hat. Und jetzt bekommt er mal keinen Arti-Hit, sondern einen vom Leo. Und wird vom Objekt rausgenommen. Da können wir jetzt bestimmt mit einem Flame rechnen. Alles andere würde mich wundern. So, was macht hier das Gegnerteam? Strukturell gesehen gar nicht mehr so gut aufgestellt. Also von dem her ist da noch was zu holen. Der Ru ist jetzt hinter ihm. Und jetzt Auto-Aim auf den Leo 1. Da ist der Ru. Ru 251. Man merkt auch ganz gut, auch Dominator spielt hier mit der Auto-Aim-Mod. Ich wurde da einmal gefragt, was ist denn die Auto-Aim-Mod? Auto-Aim-Mod heißt, ihr müsst nicht mehr über den Gegner drüber und die Silhouette erfassen und dann rechtsklicken, sondern ihr geht sozusagen einfach in der Nähe vom Gegner drüber Maus und er erfasst ihn schon sofort als Auto-Aim. Also euch wird dieses Silhouettenerfassen damit abgenommen. Macht es etwas leichter, macht. Jetzt geht er für die Artis. Bekommt hier noch einen Hit vom Conqueror rein. Aber davon lässt er sich nicht beirren. Nimmt jetzt die Arti Nummer 1 raus. Und jetzt will er Richtung zweite Gun Carrier gehen, wohl, oder? Wohin geht er denn jetzt? Geht nicht direkt auf die Gun Carrier. Gun Carrier hat jetzt gerade geschossen, ist jetzt auch tot. Da drüben ist der Conqueror offen. Auf den kommt jetzt drauf. Leo hat eine schön schnelle Ein-Aim-Zeit und ein sehr schnelles fliegendes Projektil. Sehr angenehm vom Aiming her, der Panzer. Und prallt hier leider ab. Dadurch konnte der Conqueror noch das Objekt rausnehmen. So, jetzt ist er aber tot. Jetzt kommt aber die IS-7 da nach hinten, durchgefahren. Aber er kann sich zumindest mal auf die Unterstützung der beiden Artis verlassen. Und der Jagdpanzer ist auch gleich in der Mitte. Er entschuldigt sich sogar beim Objekt, dass er sozusagen den nicht gekillt hat, weil er abgeprallt ist. So sollte eigentlich World of Tanks sein. Ein bisschen netter Chat, bisschen Respekt. Aber naja, leider nicht immer so, wie wir am FV gesehen haben. Jetzt die Frage, wo ist der IS-7? Da ist er. Hier hat er jetzt gerade verschossen. Und jetzt kann er das Ganze, er kann ihn hier spotten, er kann sich hier praktisch von seinem Team helfen lassen, ohne dass er da jetzt großartig Risiko eingehen muss. Jetzt hat das ja Jagdpanzer geschossen, Artis schlagen ein. Aber hier mit Auto-Aim, jetzt hat es der IS geschossen, jetzt kann er in Ruhe einaimen. Und genau, unten auf die untere Frontplatte schießen und dementsprechend, und jetzt kommt er raus und wird wahrscheinlich vom Jagdpanzer rausgenommen, oder? Noch nicht mal. Jetzt verschießt er sogar nochmal und jetzt hat hier Dominator alle Zeit der Welt, den sogar noch rauszunehmen und selbst zu killen. Und macht das.
5591 Schaden war es, beziehungsweise sogar 5904, weil der Blindshot war auch noch drin und dann noch 2200 durch Spielerunterstützung. Schade, dass es kein Krieger war, aber sonst eine sehr tolle Runde mit einem wirklich tollen und schönen Panzer, der mir selber äußerst gut gefällt. Ich hoffe, euch hat die Runde Spaß gemacht und lasst mir gerne doch bitte einen Daumen da, wenn ihr deutschen Stahl bzw. deutsche Panzer gerne wiedersehen wollt. Deswegen, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.